Wir waren ja seit dem 22. April unterwegs und haben insgesamt bisher 14 Gespräche geführt, mit den heutigen 15. Und da haben verschiedene Menschen aus Politik und der Behindertenszene getroffen, also Landesbehindertenbeauftragten, behindertenpolitischen Sprecher einer Bundestagsfraktion, Leute von der Aktion Mensch, Behinderte Beauftragte von Bonn und so weiter und Professor Dr. Theresa Degener in Bochum und haben doch festgestellt, wie sehr alle hoffen und sich engagieren wollen, um dieses Gesetz doch noch zu verbessern. Also es war überhaupt kein Problem, die Termine zu bekommen, das fand ich schon toll. Da manche haben wirklich persönlich ziemliche Schwierigkeiten auf sich genommen, um das möglich zu machen und zu treffen. Und alle sind daran interessiert, dass sich noch was tut. Das ist ein ganz wichtiges Anliegen. Ja. Also wir werden oft gefragt, ob sich schon was bewegt hat durch unsere Tour. Also das kann man natürlich nicht sagen. Das wäre natürlich schön, wenn man irgendwie einen trifft und dann bewegt sich schon irgendwas, das Gesetz wird verändert. So, aber was uns bewegt hat, was Sigi eben schon rausgestellt hat, so die große Bereitschaft, über das Gesetz zu sprechen und was mich auch sehr beeindruckt hat, die große Fachkenntnis der Leute, die wir getroffen haben, über das Gesetz zu sprechen. Die kennen das teilweise besser als, also von der Zivilgesellschaft, besser als manche Abgeordneten. So, und was mich zum Beispiel auch aus Sicht der Wissenschaft beeindruckt hat von Theresa Degener, die auch die Diversity-Forschung ins Feld geführt hat und gesagt hat, also private Unternehmen, die sich diesem Bereich verschrieben haben, diverse zu arbeiten, also sprich auch Barrierefreiheit zu leben, sind zukunftsfähiger als andere Bereiche. So, und das ist für mich auch vielleicht ein starkes Argument, in der Privatwirtschaft sich das mal zu überlegen und nicht auf dem Status quo zu beharren und alles abzuwehren. Nein, das belastet die Wirtschaft und. Das kann sich auch keiner vorstellen, wie absurd sowas eigentlich ist, wenn man sagt, den Kohleausstieg schaffen wir bis 2038 und barrierefreie Geldautomaten, da brauchen wir 2 Jahre länger für. Also das ist absurd und das kann man sich nicht vorstellen, dass man auf so einer Position langfristig beharren kann. Ja, was ich total ärgerlich und frustrierend finde, ist, dass es nicht oder nur so langsam vorangeht. Also immer wird gesagt, ja, das ist jetzt der erste Schritt und dann machen wir mehr. Und die Privatwirtschaft soll aber immer durch Appelle und Bewusstseinsbildung auf den rechten Pfad gebracht werden. Und das jetzt schon seit Jahrzehnten. Also ich erinnere mich, wir haben 1991, also vor 30 Jahren, den Düsseldorfer Appell verabschiedet und wollten damals ein Antidiskriminierungsgesetz nach US-amerikanischem Vorbild, womit natürlich die Privatwirtschaft zur Barrierefreiheit verpflichtet worden wäre. Und auch da hieß es immer, nein, die Barrierefreiheit ist ja gut und die werden das bestimmt einsehen und von alleine machen. Ja, und bis heute ist man immer noch auf dem Stand von Regierung oder Politikseite her. Na, wir versuchen das lieber mal mit Appellen und nicht mit Zwang. Und wir wissen alle, das funktioniert nicht. Das funktioniert bei der Frauenquote nicht, das funktioniert in allen möglichen anderen Bereichen nicht. Man muss schon klare gesetzliche Regelungen treffen. Und wie viele Jahrzehnte wir noch warten sollen, weiß ich auch nicht. Und ich denke, Deutschland wird auch dadurch den Anschluss verlieren. Also dieses Beharren auf dem ewig Gestrigen kann nicht gut sein für ein zukunftsfähiges Land. Ja, ich begrüße ganz herzlich hier die Leitung der Monitoringstelle beim Deutschen Institut für Menschenrechte, die Monitoringstelle zum Monitoren der UN-Behindertenrechtskonvention. Ganz herzlichen Dank, dass ihr hierher gekommen seid, Britta und Leander. Wir kennen uns, wir duzen uns. Heute wollen wir uns unterhalten über das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. So eine ganz grundsätzliche Einschätzung, wie seht ihr das? Die Güte. Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz ist ja im Grunde die Umsetzung des European Accessibility Act, einer EU-Richtlinie. Und wir sehen grundsätzlich kritisch, dass die Bundesregierung eigentlich nur eine 1:1-Umsetzung plant, also nur eine Minimalumsetzung der Regelung, die die EU-Ebene vorgibt. Wir hätten uns weitaus mehr erhofft. Und das ist ja auch, nach der UN-Konvention ist die Bundesrepublik ja auch verpflichtet, so schnell und wirksam wie möglich die UN-Konvention umzusetzen. Und das würde eigentlich bedeuten, dass man Spielräume auch ausnutzt, und zwar im Lichte der UN-Konvention.
Und wenn das Gesetz so bleibt, wie es ist, würde man hinter diesem sozusagen menschenrechtlichen Gebot deutlich zurückbleiben. Könnt ihr da ganz konkrete Punkte nennen, wo es hinter den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention zurückbleibt? Ja, also zum einen betrifft das den Anwendungsbereich in verschiedenen Aspekten. Mhm. Einfaches Beispiel, Personenverkehr. Ja? Ja, da gibt es ja Ausnahmen, die nur, oder was heißt andersrum, im Regionalverkehr zum Beispiel gelten manche Anforderungen nicht. Ja? Beispielsweise Verkehrsinformationssysteme, Webseiten und so weiter und so fort. Da ist eigentlich überhaupt nicht einzusehen, warum dieser Bereich ausgenommen werden soll. Es gibt eigentlich keinen vernünftigen Grund dafür, wenn man von barrierefreien Reiseketten spricht. Dann muss die gesamte Kette barrierefrei sein. Ja? Ich muss erstmal zum Fernverkehr hinkommen, bevor ich die Barrierefreiheit überhaupt nutzen kann. Ja, weitere Beispiele? Anderes Beispiel wären, das wird ja auch oft schon genannt, also die bauliche Umgebung von Terminals. Mhm. Ein Terminal an sich, der barrierefrei ist, der nützt mir nur dann was, wenn ich überhaupt hinkomme. Mhm. Und dann ist es ein bisschen einfach zu sagen, naja, für Bauordnungsgeschichten sind die Länder zuständig. Also der Bund könnte beispielsweise Kraft-Sach-Zusammenhang ja auch tätig werden und sagen, ich muss, um wie ich gerade sagte, Terminals zugänglich zu machen, auch das Drumherum mit regeln. Da hätte der Bund unserer Meinung nach durchaus eine Kompetenz, da mag man sich verfassungsrechtlich streiten, ob das geht oder nicht, aber wenigstens ein Bemühen, es möglich zu machen von Seiten des Bundes, das wäre doch mal wünschenswert gewesen, anstatt einfach zu sagen, na hier, Länderzuständigkeit haben wir nichts mit zu tun. Das heißt, der Bund könnte das durchaus in so ein Bundesgesetz reinschreiben, meint ihr? Ich denke schon. Also wenn man da kreativ genug versucht, eine Lösung zu finden, dann sollte das, glaube ich, möglich sein. Ja. Weiteres Problem sind die Ausnahmeregelungen im Gesetz. Also die Möglichkeiten für private Dienstleister, sich auf Ausnahmeregelungen zu beziehen und dann die Barrierefreiheit eben nicht umzusetzen in der angegebenen Frist. Und das erinnert doch sehr an den Mehrkostenvorbehalt im Sozialgesetzbuch. Also diese und wenn das dazu führen würde, dass die Ausnahmeregelungen weitgreifend genutzt werden, würde das eben de facto gar nicht zu einer Barrierefreiheit führen durch dieses Gesetz. Und was wäre euer Alternativvorschlag an der Stelle? Die Ausnahmeregelungen müssten natürlich eingeschränkt werden. Also die dürften nicht so weitreichend genutzt werden können. Und wie könnte das eingeschränkt werden? Indem man zum Beispiel genauer regelt, in welchen Fällen sich Unternehmen nur auf Unverhältnismäßigkeit berufen können. Also dass es da strengere Maßstäbe gibt. Ja? Dass auch Ausnahmen nur in zwingenden Fällen beispielsweise zugelassen werden. Und dass im Gesetz zum Beispiel steht, worauf sich Unternehmen nicht berufen können, ja? Die meinen, unverhältnismäßige Mehrkosten zu haben. Also das würde jetzt zu sehr ins Detail gehen, ne? Aber da kann man den Rahmen schon deutlich enger stecken. Ja, weil mit so einer unbestimmten Formulierung alleine, das zeigt ja die bisherige Praxis, auch im Baurecht zum Beispiel, das wird dann in der Praxis viel zu sehr ausgeweitet, ja, wenn man da nicht im Gesetz engere Grenzen zieht. Und was haltet ihr davon, dass die Unternehmen das selber bestimmen können, ob sie unter Ausnahmeregelungen fallen oder nicht? Ja, das ist natürlich ein Witz. Ja, das muss man ganz klar sagen. Ja, da weiß man ja schon, wo es hingeht. Also ich als Unternehmer wüsste ganz genau, worauf ich mich sofort berufen würde. Ja, das ist ja den Unternehmen gar nicht mal zu verübeln. Ja? Und gerade deswegen muss man doch da regulieren als Gesetzgeber und kann das nicht den Unternehmen selbst überlassen. Und noch ein anderer Punkt, wenn wir schon von Unternehmen sprechen und Spielräumen, es ist überhaupt nicht einzusehen, warum es so lange Übergangsfristen braucht. Ja? Die UN-Behindertenrechtskonvention gibt es seit 12 Jahren. Den European Accessibility Act seit, ich weiß nicht, 4 Jahre, wie lange es den schon gibt auf europäischer Ebene. Es ist ja nicht so, dass die Unternehmen jetzt plötzlich aus allen Wolken fallen müssten. Die wissen ja schon seit Jahren, was auf sie zukommt, dass das irgendwann mal ja, Gesetz werden wird. Man braucht nicht noch jetzt irrsinnig viele Jahre. Und um nur mal ein Beispiel zu nennen, so, wenn man sich mal Produktzyklen anguckt, ja, also da bei Bankterminals bis 15 Jahre oder was da vorgesehen ist, die werden, soweit ich weiß, alle 7 Jahre oder so ausgewechselt. Das heißt, man dürfte selbst die nächste Generation der Bankautomaten immer noch mit Barrieren bauen. Das ist doch aberwitzig. Und wenn man ansonsten die Produktzyklen heutzutage ansieht, ja, 2 Jahre, nach 2 Jahren geht doch das meiste kaputt.
Ja, und dann kommt die neue Version auf den Markt. Also so lange Übergangszeiträume sind einfach überhaupt nicht begründbar. Ja, die sind unverhältnismäßig. Und wie seht ihr die Chancen, dass sich jetzt noch im parlamentarischen Verfahren noch was ändern, noch verbessern lässt an dem Gesetz? Ja, das ist... Tja, wir hoffen natürlich, dass sich da noch was ändert, dass die Parlamentarier begreifen, dass man es hier nicht nur mit irgendeiner technischen Materie zu tun hat, sondern dass es hier um einen ganz grundlegenden Zugang zu Grundrechten geht, von dem wir hier reden. Ich glaube, die Bedeutung des Themas ist zu wenigen bewusst. Wir haben hier nicht mit einer randständigen Thematik zu tun. Und deswegen hoffe ich, dass, wenn sich das mal rumspricht, ja, im Parlament, dass es hier doch noch zur Verbesserung kommt. Also ich bin optimistisch, dass wir wenigstens die Fristen verkürzt bekommen, hoffentlich. Ja. Und dass wir die Ausnahmen geschärft bekommen, das, was wir gerade sagten. Und wir haben, wenn ihr die Tour bisher verfolgt habt, wisst ihr, dass wir immer eine Frage des Tages haben. Die heutige Frage, das ist immer die Überraschung, die heutige Frage lautet: Ist es gesetzgeberisches Unterlassen, wenn im Barrierefreiheitsstärkungsgesetz nur punktuell und mit überlangen Fristen Barrierefreiheit verbindlich vorgeschrieben wird? Muss ich den Juristen unter uns anschauen? Also, wenn man das aus der Konvention heraus betrachtet, ja, aus Artikel 4 Absatz 2, wo ja steht, nach und nach ist die UN-Konvention zu verwirklichen, dann heißt das ja nicht irgendwann, sondern so schnell wie möglich und so effizient wie möglich. Und dann muss man schon sagen, ist es gesetzgeberisches Unterlassen, wenn nicht sofort nächste Schritte in Angriff genommen werden. Ja, die Konvention gibt nicht vor, alles in einem Gesetz zu regeln. Also aus der Konvention heraus ist es nicht zwingend notwendig, das jetzt alles im Barrierefreiheitsstärkungsgesetz zu regeln. Nur, wir haben Bundestagswahlen anstehen, wir wissen nicht, wie die nächste Regierungskonstellation sein wird. Wir wissen nicht, wann da die nächsten Gesetzgebungsvorhaben in die Richtung kommen. So. Es steht also zu befürchten, dass das jetzt auf absehbare Zeit sozusagen nicht der letzte Schritt, aber bis zum nächsten Schritt wird es eine Weile dauern. So. Und wenn das so kommt, wie ich befürchte, dann ist es schon ein gesetzgeberisches Unterlassen, jetzt wieder Zeit verstreichen zu lassen, wo man es doch jetzt regeln könnte. Das EU-Recht gibt es her. Man kann Spielräume nutzen, man kann über die EU-Richtlinie hinausgehen. Man weiß das seit Jahren. Das ist auch nicht neu. Ja. Und das jetzt nicht zu tun, ist im Sinne der Konvention durchaus ein Unterlassen. Wir haben jetzt noch heute noch 54 Tage, das seht ihr an den Radkappen. Ja. Fändet ihr es besser, es würde nicht verabschiedet und dann in der nächsten Legislatur? Schwierige Frage tatsächlich. Also wenn es verabschiedet würde in der jetzigen Fassung, würden wir auf jeden Fall uns dafür massiv einsetzen, dass es in der nächsten Legislatur von der neuen Bundesregierung wieder aufgenommen wird, als ein Gesetz, an dem Nachbesserungen notwendig sind. Zur Frage, ob es jetzt dann gar nicht verabschiedet werden kann, was meinst du? Nein, ich glaube, das ist schon ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Ja? Also es jetzt gar nicht zu verabschieden, bringt auch niemandem was, glaube ich. Ja, denn es enthält ja schon wichtige Verpflichtungen. Man darf das ja auch nicht kleiner reden, als es ist. Also dieser digitale Bereich ist ja schon ein immer wichtiger werdender Lebensbereich. Und dann ist das schon eine deutliche Verbesserung, wenn das denn jetzt verabschiedet wird. Man darf sich nur darauf nicht ausruhen. Und das ist halt die Gefahr, die ich sehe, dass man das aber tut. Okay, ja, danke schön für das Gespräch. Und weiter viel Erfolg beim Kämpfen für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Ich begrüße jetzt ganz herzlich Peter Weiß, Obmann der CDU-CSU-Bundestagsfraktion im AS-Ausschuss. Oder möchten Sie sich selber noch vorstellen? Alles gut. Okay. Also es geht ums Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Wie ist Ihre Einschätzung dazu? Wie beurteilen Sie diesen Gesetzentwurf, dieses Gesetzvorhaben? Also dieses Gesetz ist ja eine Umsetzung einer Richtlinie der Europäischen Union, also eine Richtlinie, die wir in deutsches Recht jetzt umsetzen müssen. Das ist auf dem Weg zur Barrierefreiheit nochmal ein wichtiger Schritt, aber sicherlich nicht der einzige.
Welche anderen Schritte sehen Sie? Also wir haben ja kürzlich erst das Teilhabestärkungsgesetz verabschiedet, mit dem wir ein paar bemerkenswerte Leistungen für Menschen mit Behinderungen verstärkt haben. Dabei ging es zum Beispiel auch sehr noch einmal um das Thema des Zugangs zum ersten Arbeitsmarkt. Wenn man so will, ist es eine der wichtigsten Barrieren, die man überspringen muss. Und da hoffe ich, dass wir mit den Maßnahmen und Ideen, die wir dort entwickelt haben, vor allen Dingen den neuen Lotsenstellen, die wir schaffen wollen, um eine Vermittlung von Schwerbehinderten Arbeit zu ermöglichen, aber auch mit der Ausweitung des Budgets für Ausbildung ein gutes Stück weiter vorankommen. Wir haben uns früher schon mal mit dem Thema beschäftigt im Bundestag, wie wir gerade in der neuen digitalen Welt dazu beitragen könnten, dass nicht neue Barrieren aufgebaut werden. So schön die Digitalisierung ist, sie kann natürlich für Menschen mit vielfältigen Behinderungen auch zu einer neuen Schranke werden, wo man sich plötzlich ausgeschlossen fühlt. Und das Barrierefreiheitsgesetz ist natürlich jetzt mal nicht nur eine Umsetzung einer wichtigen EU-Richtlinie, sondern setzt ja auch nochmal Maßstäbe im Bereich Digitalisierung, aber eben auch, dass der private Bereich stärker mit eingebunden wird. Ja, Sie kennen sicherlich die vielen Kritikpunkte, die verschiedene Verbände angemahnt haben, auch die Monitoringstelle, mit der haben wir uns heute Morgen auch schon unterhalten. Zum Beispiel die langen Übergangsfristen, die ja vom Referentenentwurf zum Regierungsentwurf nochmal verlängert worden sind, dass viele das nicht verstehen, dass die Unternehmen erst 2040 zu barrierefreien Geldautomaten verpflichtet werden sollen, während der Kohleausstieg, ein ungleich größeres Vorhaben, 2 Jahre vorher realisiert sein soll. Wie erklären Sie das? Ja, also über Übergangsfristen kann man sich trefflich streiten. Wir erleben natürlich als Politiker derzeit ganz allgemein, dass die Unternehmen, die privaten Unternehmen, in dieser schwierigen Zeit, in der wir die Corona-Pandemie zu bewältigen haben, überall darauf drängen, dass wir ihnen so eine Art Belastungsmoratorium zusagen, also nicht mehr Belastungen auf sie abwälzen. Und deshalb sind wir als Gesetzgeber natürlich schon geneigt, dann auch gewisse Übergangsfristen einzuräumen. Was ja nicht bedeutet, dass nicht jeder schneller machen kann. Meinen Sie denn, Corona bleibt bis 2040? Na, ich wollte einfach allgemein erklären, warum. Nein, das bestimmt nicht. Ich hoffe, dass wir in diesem Sommer da rauskommen, aus dem Schlimmsten. Also das Thema Belastungsmoratorium ist natürlich etwas, was politisch prominent dasteht, was auch eine gewisse Berechtigung hat. Aber ich finde, es muss ja niemand es bis zum letzten Punkt ausreichen heizen. Ich finde, dass gerade auch für Unternehmen es doch eigentlich attraktiv sein müsste, zu zeigen, ja, wir haben schon etwas für Barrierefreiheit von uns ausgetan, ohne dass jetzt das Knüppel des Gesetzgebers schon drauf geht. Weil ich finde, das ist eigentlich auch mal eine gute Werbung für den eigenen Betrieb oder das eigene Produkt, mehr für Barrierefreiheit schon getan zu haben, als man unbedingt muss. Ja, wäre eigentlich eine gute Werbung. Nur wir hören das ja schon seit vielen Jahrzehnten. Also ich meine, wir sind uns, glaube ich, einig, dass Barrierefreiheit eine gute Sache ist. So. Und eine Qualität an sich. So. Und, aber die Unternehmen reagieren ja nicht auf die Appelle und dass man sagt, es ist doch eine gute Werbung für sie. Das hat jetzt ja schon viele Jahrzehnte nicht funktioniert. Was gibt Ihnen die Hoffnung, dass es jetzt plötzlich funktioniert? Also wir haben uns ja mit dem Bundesteilhabegesetz auf den Weg gemacht, wirklich so etwas wie eine inklusive Gesellschaft zu schaffen. Und deswegen ist mein Eindruck, dass es uns doch zunehmend gelingt, dazu wollen Sie ja auch einen Beitrag leisten, das Thema inklusive Gesellschaft tatsächlich auch in den Köpfen der Menschen, auch der Betriebe zu verankern. Weil ich da letzte Woche einen Besuch gemacht habe, nur ein kleines Beispiel, ich kenne mittlerweile etliche Gastronomen, Hoteliers,
die begeistert sind, dass sie mit dem Angebot barrierefreier Urlaub tatsächlich Zuspruch finden. Ja? Vorher haben die das auch nicht geglaubt, bevor sie dieses Angebot geschaffen haben. Und es zeigt, bei dem Thema kann man auch wirklich positive und gute Überraschungen erleben. Man muss es nur wagen. Also in den USA zum Beispiel sind ja alle Privatunternehmen verpflichtet worden zur Barrierefreiheit. Mhm. Wir haben damals auch sehr protestiert dagegen. Mhm. Und inzwischen sagen die Unternehmen, es war gut so, ja, weil es gibt, bringt einen Wettbewerbsvorteil. In Österreich sind die Unternehmen verpflichtet, in Großbritannien, in Spanien. Warum klappt das bei uns nicht? Also ich bin überzeugt, auch bei uns wird es klappen und auch bei uns wird es erfolgreich sein. Aber wann? Auf der anderen Seite, Sie sehen an diesen Übergangsfristen, auf die die deutsche Wirtschaft gedrungen hat, wir haben noch ein ganzes Stück an Überzeugungsarbeit auch zu leisten. Ja, aber die Überzeugungsarbeit leisten Sie ja schon seit ganz vielen Jahrzehnten und bisher mit durchaus mäßigem Erfolg, oder? Also ich glaube, dass sich mit dem Bundesteilhabegesetz und mit der UN-Behindertenrechtskonvention schon auch etwas geändert hat. Ja? Dass wir heute bewusst von Inklusion sprechen. Viele Menschen fragen noch, was ist das eigentlich? Ist das nicht das gleiche wie der alte Begriff der Integration? Integration hat ja immer bedeutet, da gibt es sozusagen eine Mehrheitsgesellschaft, die normal läuft, und eine kleinere Gesellschaft, nämlich die Menschen mit Behinderungen, die man integrieren muss. Mit dem Inklusionsgedanken sind wir von dieser Polarität endlich weg. Und das muss ich jetzt aber erst noch in den Köpfen wirklich aller Mitbürger und Mitbürger langsam umsetzen. Aber ich finde, da sind wir eigentlich auf einem guten Weg. Aber ich gebe Ihnen recht, da muss auch noch mehr Push reinkommen. Ja, dazu haben Sie jetzt ja die Chance im parlamentarischen Prozess, da mehr Push reinzutun. Zum Beispiel auch bei der baulichen Umgebung von den Automaten. Das nutzt ja wenig, wenn wir dann 2040 einen barrierefreien Geldautomaten haben, der nur über Stufen zu erreichen ist. Da könnte man ja auch noch was verbessern jetzt. Ja, vollkommen richtig. Wobei natürlich da, wo neu gebaut wird, auch diese Barrierefreiheit heute schon gewährleistet sein muss. Aber es gibt genug Altbausubstanz. Beim Flughafen BR ist es nicht gewährleistet. Da ist auf dem Parkplatz bei dem neuen Terminal ein Kassenautomat nur über Stufen erreichbar. Ja, wieder ein Beispiel für den erfolgreichen deutschen Flugplatzbau. Oder für mangelnde Vorschriften. In der Tat, Ein anderes Problem, was auch kritisiert wird von den Verbänden, sind ja die Ausnahmeregelungen, die sehr weitgehend sind und nach Selbsteinschätzung laufen. Also so eine Geschichte nach Selbsteinschätzung würde ich mir ja manchmal in der Straßenverkehrsordnung wünschen. Aber das kann doch nicht wirklich funktionieren, wenn man ein gutes Gesetz machen will. Ja, ich habe ja schon gesagt, das Barrierefreiheitsgesetz ist die 1:1 Umsetzung einer europäischen Richtlinie. Sie könnten aber mehr machen. Ja. Ist ja nicht verboten. Das ist nicht verboten. Aber wir hatten uns in dieser Koalition darauf verständigt, dass wir generell europäische Richtlinien 1:1 umsetzen, weil über das Thema, was obendrauf setzen, es immer Streit bei uns in Deutschland gab, aber auch Streit natürlich im Vergleich zu anderen europäischen Mitgliedstaaten. Aber das schließt nicht aus, dass wir in den kommenden Jahren zu diesen Themen weiter Ehrgeiz entwickeln. Die Umsetzung einer EU-Richtlinie ist ja eine Sache. Der weitere Fortgang der Gesetzgebung, aber auch das, was Bund, Länder und Gemeinden auch von sich aus machen, ist ja damit nicht beendet. Aber jetzt haben Sie die Chance, was zu machen. Und wer in der Koalition sträubt sich denn dagegen, dass mehr gemacht wird? Ist das die SPD? Also, wir sind uns eigentlich in der Politik für und mit Menschen mit Behinderungen relativ einig.
Streitpunkte gibt es eigentlich immer nur bei den Zuständigkeiten. Und so schön der Föderalismus in Deutschland ist, die Eingliederungshilfe, also die staatliche Leistung mit der Leistung für Menschen mit Behinderung hauptsächlich finanziert werden, ist in Deutschland entweder bei den Bundesländern oder bei den Gemeinden oder bei dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe verankert. Und wir stellen eben als Bundesgesetzgeber fest, dass es verdammt schwer ist, Regelungen zu treffen, die dann nachher von der Eingliederungshilfe eingelöst werden müssen. Da ja. gibt es einen, das ist der Hauptreibungspunkt in der Behindertenpolitik, den ich in Deutschland sehe. Und da würde ich mir manchmal wünschen, wenn man eine Sache für richtig und wichtig erkannt hat, man sie auch gemeinsam umgesetzt bekommt und nicht dieser Zuständigkeitsstreit uns zu einem guten Teil blockiert. Ja, aber dieses Gesetz ist jetzt ja nicht zustimmungspflichtig im Bundesrat. Da können Sie jetzt ja mal richtig was machen. Ja. Und dazu haben Sie jetzt noch 54 Tage Zeit. Also. Da können Sie ja mal ein richtig gutes Gesetz machen. Wir machen das Gesetz. Wir reden in dieser Woche auch über einige zusätzliche Veränderungen. Aber ich wollte sagen, da wo es Geld kostet, bist du immer an der Grenze der Zuständigkeiten. Sonst wäre es auch zustimmungspflichtig. Ne? Ja, klar. Über welche Veränderungen reden Sie denn? Da das Barrierefreiheitsgesetz, wie gesagt, ja eine 1:1 Umsetzung einer EU-Richtlinie ist, hatten wir eigentlich vor, es nicht doch groß über Inhalte nochmal im parlamentarischen Verfahren nochmal zu beraten. Aber es haben dann doch ein paar Punkte angesammelt, weswegen wir diese Woche dazu auch nochmal ein ausführliches Berichterstattergespräch haben werden. Mhm. Das heißt, wir können Hoffnung haben, dass sich noch was tut. Ein bisschen was wird zu tun, ja. Aha, na, dann bleibt es spannend, eine Überraschungskiste. Heute lautet die Frage, ist es gesetzgeberisches Unterlassen, wenn im Barrierefreiheitsstärkungsgesetz nur Minimalanforderungen gestellt werden und mit langen Übergangsfristen Barrierefreiheit verpflichtend wird? Unterlassen ist ja Gestalten des Gesetzgebers. Naja, wir hatten ja gerade bei dem Klimagesetz, dass gesetzgeberisches Unterlassen angemahnt wurde. Oder das Bundesverfassungsgericht hat gesetzgeberisches Unterlassen festgestellt. Da dachte ich, das könnte man ja auf den Bereich auch übertragen. Und deshalb die Frage, wie sehen Sie das? Gesetze, die in den Bundestag kommen, sind ja vorher durch die Verfassungsressorts, sprich Innenministerium und Justizministerium, gründlich geprüft worden. Und deswegen müssen und dürfen wir Abgeordnete uns auch darauf verlassen, dass natürlich diese Prüfung nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt ist. Und beide Häuser sagen uns, ja, das ist ein verfassungsgemäßes Gesetz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dort rechtlich irgendetwas in Zweifel gezogen werden kann. Mhm.